Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Simon Wiesenthal Lecture begrüßen. Wie auch für andere akademische Einrichtungen läuft das akademische Jahr auch für das VWI schon seit Oktober auf Hochtouren. Der November bringt für uns aber heuer eine besondere Intensivierung dieses akademischen Betriebs mit sich. Dafür sind zwei Gründe maßgebend. Zum einen findet dieser Tage etwas später als in den vergangenen Jahren die jährliche Sitzung unseres internationalen Beirates statt. Es ist mir daher eine besondere Freude, dass ich heute hier die Mitglieder unseres Beirates sehr herzlich begrüßen darf. Die Beiratssitzung ist für das VWI von doppelter Bedeutung, weil es dabei nicht bloß darum geht, kritische Bilanz über die akademische Arbeit des abgelaufenen Jahres zu ziehen, sondern uns dieses Gremium auch bei der Festlegung der im kommenden Jahr zu entfaltenden Tätigkeit wertvolle Unterstützung gibt. Sowohl die Kritik als auch die Hilfe bei der Gestaltung der zukünftigen Aktivitäten sind für das VWI essentiell, weil der Beirat aufgrund seiner internationalen Zusammensetzung jene internationale Perspektive schärft und vertieft, die für eine Forschungseinrichtung wie das VWI unerlässlich ist. Es ist daher nicht zuletzt gerade auch ein Verdienst dieser Tätigkeit des Beirats, dass es dem VWI gelungen ist, sich in den vergangenen 7 Jahren seit seiner Gründung von einer eigentlich sehr kleinen Forschungseinrichtung zu einer wichtigen, nicht nur Wiener, nicht nur österreichischen, sondern einer international anerkannten Institution zu entwickeln. Und für diese ganz wesentliche Unterstützung möchte ich dem Beirat hier im Namen des VWI sehr herzlich danken. Es sind freilich nicht nur die Wiesenthal Lecture und die Beiratssitzung, die das VWI derzeit auf Trab halten. Die nächsten Wochen werden vielmehr die arbeitsintensivsten sein, die das Institut seit seiner Gründung erlebt hat. Denn in den nächsten 2 Wochen findet endlich das statt, worauf wir alle schon seit längerem sehnsüchtigst warten: die Übersiedlung in das neue Gebäude am Rabensteig. Nach doch einigen spürbaren Verzögerungen sind die Renovierungsarbeiten im Gebäude abgeschlossen, sodass nächsten Montag die Übergabe an das VWI als Mieterin stattfinden wird. Für das Institut und seine Mitarbeiter ist das, Sie verzeihen mir den ein wenig sensationsheischenden Ausdruck, ein Quantensprung. Statt der engen, in 2 Altbauwohnungen eingerichteten Büroräumlichkeiten, die kaum Platz für auch die kleinsten Besprechungen boten, einer Bibliothek, in der die Bücher schon seit Jahren in 2 Reihen aufgestellt sind, und höchst beengten Arbeitsplätzen für die Fellows, steht dem VWI nun ein repräsentativer, 4-stöckiger, generalsanierter Komplex in der Wiener Innenstadt zur Verfügung. Die zentrale Platzierung dieses Gebäudes ist ein Signal dafür, dass Österreich und Wien nun endlich bereit sind, auch zu den dunkelsten Seiten ihrer Geschichte zu stehen und der Auseinandersetzung mit ihnen eine zentrale Rolle zuzuweisen. Simon Wiesenthal hat zeitlebens dafür gearbeitet, dass in Wien, seiner Wahlheimat, eine Einrichtung zur Erforschung der Shoah entstehen möge. Unmittelbar nach der von ihm persönlich initiierten Errichtung des Holocaust-Denkmals am Judenplatz hielt er fest, Zitat: damit dem Erinnern ein Wissen um die Shoah folgen kann, ist eine Forschungsstätte von internationalem Rang Voraussetzung. Ich bitte daher die Stadt Wien und die Republik Österreich um ihre Unterstützung zur Realisierung dieses Projektes, das beiden zur Ehre gereichen und ein Defizit im Bereich der historischen Forschung ausgleichen wird. Zitat Ende.
Mit der Eröffnung des neuen, von der Stadt Wien und dem Bund geförderten Hauses geht dieser Wiesenthalsche Traum auch für die Öffentlichkeit erkennbar in Erfüllung. Unsere Aufgabe wird es sein, in den kommenden Jahren Wiesenthals Vermächtnis, seinen an dieses Institut gerichteten Auftrag umzusetzen. Und zwar durch Forschung von höchster akademischer Qualität. Damit meine ich eine gründliche, tiefschürfende und innovative Forschung zum Holocaust, seiner Vor- und Nachgeschichte, dem Antisemitismus, darüber hinaus aber, wiederum ganz im Sinne Wiesenthals, eine Forschung auch zu Fragen des Rassismus, des Nationalismus, der Xenophobie sowie der anderen Genozide. Zum anderen ist es Simon Wiesenthal aber auch darum gegangen, für eine öffentlichkeitswirksame Vermittlung des Wissens um den Holocaust Sorge zu tragen. Auch diesbezüglich wird das VWI aktiv und offensiv tätig werden. Das neue Gebäude schafft die perfekten Voraussetzungen für diese ehrgeizigen Vorhaben. Es wird nämlich nicht nur im dritten und vierten Stock den VWI-Mitarbeitern und den Fellows Forschungs- und Arbeitsstätte sein, sondern auch, nämlich im ersten Stock, das persönliche Archiv Simon Wiesenthals sowie die holocaustrelevanten Teile des Archivs der israelitischen Kultusgemeinde beherbergen. Vor allem das Wiesenthal-Archiv ist noch weitgehend unerforscht und verspricht der Forschung daher reichen Erkenntnisgewinn. Zwischen Archiv und den Büros der Fellows liegt im zweiten Stock die Bibliothek. Sie umfasst derzeit mehr als 14.000 Bände und wächst dank einer klugen Ankaufspolitik weiter. Archiv und Bibliothek bilden somit auch vom Aufbau des Gebäudes her die Basis, auf der in den oberen Stockwerken dann die Forschungsarbeit betrieben werden wird. So wird dieses Haus am Rabensteig, wenn es denn gelingt, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen, ein zentraler Ort der Holocaust- und Rassismusforschung werden. Ein Ort des wissenschaftlichen Diskurses, an dem Ideen und Argumente ausgetauscht und wissenschaftliche Kontroversen ausgetragen werden. Eines wissenschaftlichen Diskurses freilich, der nicht im Elfenbeinturm angesiedelt, sondern bestrebt ist, durch Herstellung einer aktiven Beziehung zur Öffentlichkeit jener Verantwortung gerecht zu werden, die sich für das Institut aus dem Vermächtnis Simon Wiesenthals ergibt. Ich darf nun das Wort an Dr. Raschke übergeben, der den Vortragenden des heutigen Abends näher vorstellen wird. Danke schön für diese einführenden Worte und ich freue mich immer, diesen Vortrag zu hören, weil mir dann die Worte aus dem Mund genommen werden und mir sehr viel erspart bleibt, auch Ihnen sehr viel erspart bleibt. Aber ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich, obwohl das auch im Namen des VWI schon passiert ist, beim Beirat bedanken für Ihre Hilfe, dass Sie alljährlich hierher kommen. Und ich werde das versuchen zu versprechen, dass die Empfehlungen, die immer wieder abgegeben werden, auch von uns weitestmöglich umgesetzt werden. Aber noch einmal herzlichen Dank für diese Unterstützung. Ich freue mich heute ganz besonders, und es ist auch schon wieder Tradition geworden, dass anlässlich der Eröffnung des akademischen Jahres, das wird heuer verspätet eröffnen, auch immer ein Mitglied des wissenschaftlichen Beirats die Simon Wiesenthal Lecture hält. Und heuer ist das Dominik Trembour, der aus Paris kommt. Er ist Programmleiter des für die Fondation pour la mémoire de la Shoah. Und gleichzeitig ist er auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centre de Recherche Français in Jerusalem.
Seine wichtigsten Publikationen haben mit der Beziehung der Bundesrepublik Deutschland zu Israel bzw. Palästina zu tun. Ich erspare mir jetzt die französischen Titel Ihnen vorzulesen, weil mein Französisch ist, aber zum Glück gibt es ein deutsches Buch, ein deutschsprachiges Buch, das heißt Europa und Palästina 1799 bis 1848, Religion, Politik, Gesellschaft. Das wurde herausgegeben gemeinsam mit Barbara Haider-Wilson und das erschien in Wien vor 6 Jahren, 2010. Und der Titel seiner Simon Wiesenthal-Lecture ist Demonstrative Sühne und Politik, Yad Vashem als Pilgerort deutschsprachiger Persönlichkeiten 1950 bis 2016. Herzlich willkommen in Wien. Vielen Dank, Bella und Georg, für die einführenden Worte und vielen Dank auch für die Einladung. Also ich werde mal versuchen, das auf richtigem Deutsch, mein Referat, zu halten und gebe mich also ein bisschen Mühe, aber Sie werden sich sicher entschuldigen können, wenn nach ein paar Minuten einige meiner Wörter da ein bisschen durch die Zunge zerbrechen. Und es geht also ich habe versucht, ein bisschen über deutschsprachige Persönlichkeiten was zu sagen, aber es geht meistens tatsächlich um deutsche, bundesdeutsche Personen, aber der Fall Österreichs wird tatsächlich ab und zu doch ein bisschen erwähnt. Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar jedes Jahres wird in Berlin immer eine Rede gehalten, und zwar vom Bundespräsidenten, also vom bundesdeutschen Bundespräsidenten. Das ist also eine Rede, ein Ritual, ich sage das Wort sofort, aber im Jahre 2015 prägte die Zeremonie eine Aussage von dem noch Bundespräsidenten Joachim Gauck. Er sagte unter anderem diese kurze Formel: Ohne Auschwitz keine deutsche Identität. Kurz davor zeigten 2 Umfragen zum deutsch-israelischen Verhältnis, das Ergebnis von diesen Umfragen war die These, dass das bevorzugte Land der Israelis Deutschland sei, wohingegen die Deutschen Israel als Bedrohung für den Frieden im Nahen Osten empfinden. Zur gleichen Zeit wurde auch gezeigt, dass die Deutschen sich immer mehr für einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit bzw. also Auschwitz wünschten. Es gibt also eine starke Kluft zwischen der versöhnenden Rede des höchsten Staatsmannes der Bundesrepublik und der Haltung der deutschen Bevölkerung. Ich möchte hier also in diesen wenigen Minuten, die vor uns sind, ein bisschen also versuchen, die Entwicklung zu beschreiben, die zu der Rede von Gauck im Jahre 2015 geführt hat. Es geht also hier nicht um die offizielle, die politische Erinnerung an den Holocaust, sondern um die in- und offiziellen Besuche deutschsprachiger Persönlichkeiten, insbesondere in der Gedenkstätte Yad Vashem und in der Knesset, dem israelischen Parlament. Yad Vashem spielt tatsächlich in diesem Komplex naturgemäß eine besondere Rolle. Die Entscheidung zur Gründung dieser israelischen Gedenk- und Forschungsstätte war bereits 1953 gefallen, sodass sie ein Jahr später eröffnet werden konnte. Sie gilt heute als zentrale Erinnerungsstätte in Israel. Ein Aufenthalt in Yad Vashem gehört seit den Anfängen zu jedem Besuch einer ausländischen Persönlichkeit in Israel. Ein Besuch ist obligatorisch bei einem ersten Aufenthalt, wird dann optional bei weiteren Besuchen. Und das wird also vom Außenministerium diktiert, hat mir dann Michmann heute wohl erzählt. Also mit Yad Vashem hat diese Entscheidung nichts zu tun. Wieder einmal, also beim ersten Besuch, offiziell soll Yad Vashem besucht werden und danach eventuell optional. Also mein Referat wird ein bisschen so wie das nächste Gebäude vom Wiesenthal-Institut aufgebaut, das heißt in 4 Stöcken, in 4 Teilen. Und ich beginne also mit der Stille, dann mit den Bildern und dem geschriebenen Wort, dann mit dem geredeten Wort, und letztendlich werde ich über die Verbindung zwischen
dem Holocaust und der Sicherheit Israels sprechen. Also, was die Last der Vergangenheit und die Stille als Symbol angeht, ist es also die erste Periode unserer Epoche, in unserer Sache. Was die Beziehungen zwischen Israel und Österreich und Israel angeht, da gibt es frühe Beziehungen, heuer feiert man 60 Jahre davon, aber geprägt wurden am Anfang diese Beziehungen naturgemäß und bekanntlich geprägt wurden die von der Stille über die Vergangenheit. Ich würde sogar sagen, dass die Überführung der leiblichen Reste von Theodor Herzl nach Jerusalem im August 1949 als Symbol einer Evakuierung der jüdischen, zionistischen Vergangenheit Österreichs nach Israel betrachtet werden kann. Und er wurde tatsächlich auf was später das Mount Herzl wurde begraben, in der Nähe des künftigen Ortes, wo Yad Vashem einige Jahre später eröffnet wurde. Erst im Jahre 1965 vereinbarten die Bundesrepublik und Israel diplomatische Beziehungen, also etwas 9 Jahre nach der Herstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Israel. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es folglich keine offiziellen, also was die Bundesrepublik angeht, gab es folglich keine offiziellen Besuche in beide Richtungen. Es dominierte auch eine Stille über die Erinnerung an den Holocaust. Inoffizielle Besuche erfolgten jedoch schon sehr früh und vermehrten sich mit den Jahren. Es ging um ausgewählte Deutsche, die durch ihre Tätigkeit während oder nach dem Krieg das Verdienst erworben hatten, als Ausnahmefälle nach Israel eingeladen zu werden. Es sind Persönlichkeiten wie Hermann Maas und Gertrud Luckner, die Juden während des Dritten Reiches geholfen hatten. Es waren auch Persönlichkeiten wie Rudolf Küstermeier und Erich Lüth, die Ende August, Anfang September 1951 einen Appell Friede mit Israel veröffentlicht hatten. Ein Appell, der eine große Rolle für den Beginn der Wiedergutmachungsverhandlungen gespielt hatte. Und die hatten sich später auch für die Aufnahme von ersten Verbindungen zwischen der Bundesrepublik und Israel eingesetzt. Erich Lüth hat mehrere Berichte über seine Reisen in Israel geschrieben. Seine erste von der israelischen Seite angeregte Fahrt fand schon im Jahre 53 statt, aber inkognito. Doch schon bei seiner zweiten Reise, 55, wurde seine Präsenz als Deutscher in Israel allgemein bekannt. In diesen Berichten herrscht aber auch die Stille über die jüngste Vergangenheit. Die kargen Worte entsprachen der allgemeinen Haltung in der damaligen Bundesrepublik, die sich durch ein bewusstes oder unbewusstes Schweigen bzw. Verdrängen auszeichnete. Einer steht aber fest, wie er schreibt, wie Erich Lüth schreibt: Für uns Deutsche gibt es keinen Tourismus nach Israel, sondern nur Wallfahrten. Vielleicht deshalb also das Wort Pilgerort in meinem Titel. Überlegungen in diesen Berichten, Überlegungen zur Vergangenheit erscheinen nur en passant, wenn Lüth Gedanken anstellt, wie die belastete Vergangenheit eine gemeinsame Zukunft ermöglichen könne. Und er schreibt: Dem Täter wird es unendlich viel schwerer fallen, sich wieder aufzurichten, als den Geretteten und einem Heimgekehrten. In diesen frühen Jahren existierte in dem Jugendstaat Israel noch keine institutionalisierte Gedenkstätte. Yad Vashem war gerade im Bau und andere Gedenkorte existierten damals nur informell, zum Beispiel das Kibbutz Lochamei Agetaot im Norden Israels, beziehungsweise waren diese Gedenkorte in der Entstehung, so zum Beispiel sogenannte Erinnerungswälder, die Teil der Bepflanzung Israels waren. In den 50er und Anfang der 60er Jahren erfolgten Besuche bundesdeutscher Persönlichkeiten dann regelmäßiger. Im März 1954 schon
kann von, zum Beispiel von dem CDU-Politiker Franz Böhm die Rede sein, ehemaliger Leiter der bundesdeutschen Delegation bei den Verhandlungen zum Luxemburger Abkommen und etwas später der SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer im Jahre 1957. Der Altbundespräsident Theodor Heuss war am 9. Mai 1960 in Yad Vashem im Rahmen aber einer privaten Reise und er abstattete also dann einen Besuch in Yad Vashem. Pikant an der Reise von Theodor Heuss war, dass er in Israel weilte, als die Entführung Eichmanns durch den israelischen Premierminister bekannt gemacht wurde. Der Bundestagspräsident und Eingeweihter in das Attentat gegen Hitler vom 20. Juli 1944, der CDU-Politiker Eugen Gerstenmaier, besuchte Israel im November 1962 und war von Yad Vashem stark beeindruckt. Das Gleiche gilt auch für Österreich. Da merkt man erste offizielle Besuche erst Anfang der 60er Jahre. Aber daneben findet man Reise von Jugendgruppen oder Gewerkschaftlern. Privat besuchte der Altbundeskanzler Konrad Adenauer Israel im Mai 1966. Und was er im Laufe seiner langen Amtsperiode nicht hatte machen wollen. Am 4. Mai 1966 ist er in Yad Vashem, aber vom Besuch findet man dort und sowieso überhaupt nur wenig Spuren. Von der Gedenkstätte, die gar nicht so groß wie heute tatsächlich war, von der Gedenkstätte bekam er einen Leuchter als Geschenk mit einem auf Englisch verfassten Zitat vom Rabbi Baal Shem Tov und die deutsche Übersetzung lautet: Erinnern als Schlüssel zur Erlösung. Diese Reise Adenauers im Mai 66 kann als Krönung seiner Bemühungen um die deutsch-israelischen Beziehungen gelten, nachdem er sich während seiner Amtszeit, also für das Wiedergutmachungsabkommen 1952 eingesetzt hatte und 1965 die diplomatischen Beziehungen hergestellt worden waren. Der ehemalige Kanzler ging nunmehr davon aus, dass alles geregelt sei. Dafür fand er scharfe Worte entgegen des israelischen Premierministers Levi Eshkol, dass der Versöhnungsprozess erst an seinem Anfang stand. In seiner Antwort versuchte er seine Gastgeber, also Adenauer versuchte seine Gastgeber davon zu überzeugen, dass Deutschland mittlerweile einen Sinneswandel durchlaufen habe. Doch galt es auch in Zukunft die Israelis von der Lauterkeit des mentalen Wandels zu überzeugen. Und gegenüber den scharfen Worten von Levi Eshkol sagt damals Adenauer, und ich zitiere: Ich kann nur sagen, dass wir alles getan haben und jeden Beweis geliefert haben und dass wir bestrebt sind, diese Zeit der Gräuel, die man nicht überwinden kann, die man nicht ungeschehen machen kann, zu überwinden. Wir sollten sie nun aber der Vergangenheit überlassen. Ich weiß, wie schwer es für das jüdische Volk ist, das zu akzeptieren. Aber, das ist die Pointe, aber wenn guter Wille nicht anerkannt wird, da kann daraus nichts Gutes werden. Zitat Ende. Man merkt wohl an dieser Unterhaltung zwischen den beiden Persönlichkeiten, dass es immerfort schwierige Beziehungen am Ende dieser ersten Periode gab, was auch gezeigt wird durch die Präsentation des Beglaubigungsschreibens durch den ersten bundesrepublikanischen Botschafter in Tel Aviv am 19. August 1965 gezeigt wird. Da herrscht auch die Stille. Es gibt keine Rede. Es gibt nur Bilder, die auf den Ernst der Stunde hindeuten. Der ehemalige Wehrmachtsoffizier, der erste Botschafter der Bundesrepublik in Israel, Rolf Friedemann Pauls, der an der Ostfront seinen linken Arm durch eine Verwundung verloren hatte, wird vom israelischen Staatspräsidenten Salman Shazar kühl empfangen. Golda Meir, damalige Außenministerin, die neben ihm stand,
war für ihre Deutschfeindlichkeit bekannt. In der Zeit hatten Demonstranten, die auf den Straßen ihre Ablehnung der gegenseitigen Anerkennung laut und gewalttätig geäußert, sich also ihre Meinung laut geäußert. Im Kontrast dazu gelten die Bilder des Empfangs vom ersten israelischen Botschafter in Bonn, Asher Ben Natan, bekanntlich ein ehemaliger Wiener. Und diese Bilder zeigen oder geben den Eindruck einer feierlichen und entspannten Zeremonie. Wir gehen jetzt zur zweiten Stock des Gebäudes. Die Last der Vergangenheit durch Bilder und geschriebene Worte. Willy Brandt war der erste Bundeskanzler, der offiziell nach Israel eingeladen wurde. Er war ein Ansprechpartner, der durch die Sozialistische Internationalen den Israelis bekannt war. Der Warschauer Kniefall von 1970 hat ihn zum idealen Gast gemacht, trotz der dramatischen Ereignisse während der Olympischen Spiele in München 1972. Brandt war sich der Bedeutung seines Besuches bewusst und bekannte sich zur deutschen Verantwortung gegenüber Israel als Folge der Vergangenheit. Wie er etwas früher sagte, ich zitiere, der Nahostkonflikt geht uns vielleicht noch mehr an als andere. Er appelliert an unsere bittere Verantwortung. Und er sagte weiter, die deutsch-israelischen Beziehungen müssen vor dem dünsteren Hintergrund der nationalsozialistischen Schreckenherrschaft gesehen werden. Und genau dies meinen wir, wenn wir sagen, unsere normalen Beziehungen haben den Charakter der Besonderheit. Am 7. Juni 1973 ist Willy Brandt in Yad Vashem. Er wird von Yitzhak Arad, damaligen Direktor der Gedenkstätte und ehemaliger jüdischer Partisan in Litauen, empfangen und von Gideon Hausner, Abgeordneter und ehemaliger Staatsanwalt im Eichmann-Prozess durch Yad Vashem geführt. In Warschau hatte sich Willy Brandt einer christlichen Symbolik bedient. Sein Handeln wird auch in Yad Vashem von christlicher Tradition bestimmt. Nachdem er einen Kranz niederlegt hatte, las er einen Psalm vor. Und zwar, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt auch nicht nach unserer Missetat. Indem er Willy Brandt um die Verzeihung Gottes bat, eröffnete er eine neue Periode. Die Bundesrepublik hatte schon unter Adenauer viel unternommen, um wieder gut zu machen. Sie bat von nun an um Verzeihung. Durch diese Worte setzte Brandt seine Warschauer Attitüde fort. Er nahm für sich die Schuld an, die eigentlich nicht die seinige war, da er als Exilent keine Schuld auf sich genommen hatte. Im Kontrast dazu, und das ist jetzt ein Hinweis zu Österreich, wir sind damals bekanntlich in der Zeit von Bruno Kreisky, die wohl als Dauerkrise der österreichisch-israelischen Beziehungen gilt. Mit seinen Kritiken an Israel, die tatsächlich ohne Vergleich in der Bundesrepublik sind, indem er wohl regelmäßig von Israel als Land der Täter sprach. Bruno Kreisky weilt in Israel im März 1974, als Generalsekretär der Sozialistischen Internationale. Er besucht Yad Vashem, entdeckt offensichtlich dort das tragische Schicksal eines Onkels, aber der Besuch findet keine Erwähnung in seinen Erinnerungen. Kurt Waldheim war auch 1975 in Jerusalem, anlässlich einer Nahostreise als UNO-Generalsekretär. Er besucht auch Yad Vashem, aber in der Gedenkstätte möchte er keine Kippa tragen. Erst 11 Jahre später wurde in Yad Vashem wieder ein bundesdeutscher Bundeskanzler empfangen. Brandt war nicht sehr aktiv bei der Verteidigung Israels während des Yom Kippur-Krieges gewesen, im Oktober 1973, doch blieb er in Israel in guter Erinnerung.
Sein Nachfolger Helmut Schmidt führte die Politik der Bundesrepublik zugunsten Israels fort. Seine Beziehungen zum israelischen Premierminister Menachem Begin waren aber bekanntlich schlecht, sodass Schmidt keinen offiziellen Besuch in Israel tätigte. Der 1930 geborene Helmut Kohl war noch zu jung gewesen, um sich während des Dritten Reiches etwas zu Schulden kommen zu lassen. Da wurde sein Ausspruch von Gnade der späten Geburt aus den Jahren 83-84 in Israel sehr kritisch aufgenommen. Das Problem ist, dass er diesen Ausspruch während seines Israel-Besuches im Jahre 84 wiederholte. Mehrere israelische Parlamentarier verließen den Plenarsaal der Knesset, wo er eine Rede hielt. Dass er wie Brandt aus dem Alten Testament zitierte, und zwar: und auch dich lockt er aus dem Rachen der Angst in weiten Raum, da keine Bedrängnis mehr ist. Also obwohl er aus dem Alten Testament zitierte, konnte den negativen Eindruck nicht mehr aufhellen. So blieb er ein fader Nachgeschmack. Die israelische Verbitterung wurde stärker, als Kohl am 6. Mai 1985 gemeinsam mit Ronald Reagan den Bitburger Militärfriedhof besuchte, auf dem ehemalige Soldaten der Waffen-SS lagen. Demgegenüber gelang es Richard von Weizsäcker mit seiner bekannten Rede vom 8. Mai 1985, den vom Bundeskanzler hinterlassenen schlechten Eindruck abzumildern. Weizsäcker, während seines Israel-Aufenthaltes im Oktober 1985, wurde der erste Bundesrepublik überhaupt in Israel und der erste Bundespräsident in Israel überhaupt und der erste Bundespräsident der Bundesrepublik, der Yad Vashem einen Besuch abstattete. Es gelang ihm, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu stiften, sodass der israelische Präsident Chaim Herzog Anfang 1987 zum Gegenbesuch nach Bonn kam. Das gilt auch als Zeichen für einen Wandel, ist der Besuch von zwei deutschen Politikerinnen in Israel. Rita Süssmuth als Präsidentin des Bundestages und Sabine Bergmann-Pohl als Präsidentin der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR begaben sich im Juni 90 zusammen nach Israel und besuchten Yad Vashem, eine Initiative, die den Israelis verdeutlichen sollte, dass auch das zukünftige Deutschland an der Seite Israels stehen wird und sich zu seiner historischen Verantwortung bekennt. 91, was die österreichische Seite angeht, 91 merken wir einen Besuch in Yad Vashem vom ex-österreichischen Bundesminister der Verteidigung Friedhelm Frischenschlager als sozusagen Zeichen der Reue nach seinem irritierenden Empfang in Graz 85 des Ex-SS-Mannes Walter Rehde. 93 besuchte der österreichische Bundeskanzler Yad Vashem, Franz Vranitzky Yad Vashem, was da als Eröffnung einer neuen Periode gelten kann, beziehungsweise einer neuen Sicht der Dinge, indem er die Mitverantwortung Österreichs an die NS-Verbrechen erklärte. 94 war Thomas Klestil in Jerusalem und 95 sozusagen als Ergebnis dieser Entwicklung wurde der österreichische Nationalfonds zugunsten ehemaliger Verfolgten gegründet. Zurück zur Bundesrepublik. 94 besuchte der Nachfolger Weizsäckers, Roman Herzog, Israel und auch Yad Vashem. Er begründete damit eine Tradition, denn von nun gehörte ein Israel-Besuch zu den ersten Amtshandlungen eines neu gewählten Bundespräsidenten. Es gelang Roman Herzog, israelisches Misstrauen gegenüber dem Vereinigten Deutschland und seiner neuen Hauptstadt zu beschwichtigen. Eine Stadt, deren Name eng mit der Vernichtung der europäischen Juden verbunden war. Und er im Gästebuch von Yad Vashem schrieb er, ich zitiere,
Wir Deutsche sind uns darüber im Klaren, dass kein Mantel des Vergessens über den Holocaust gebreitet werden kann und dass jegliche Forderung nach einem Schlussstrich unter das Geschehene sich angesichts der historischen Dimension dieses Verbrechens verbietet. Zitat Ende. Im Mai 1995 besuchte Bundeskanzler Helmut Kohl erneut Jerusalem und Yad Vashem. Dieses Mal fand der Besuch in einer entspannteren Atmosphäre statt. Obwohl sich der 1944 geborene Gerhard Schröder für einen unbefangenen Umgang mit der deutschen Vergangenheit aussprach, gehörte ein Besuch von Yad Vashem doch zum Programm des sozialdemokratischen Wahlkämpfers im März 1998. Und da, und das hatte er nicht in dem Gästebuch geschrieben, aber in einem Interview mit einer deutschen Zeitschrift, da sagt er also, und das ist ziemlich erklärlich also für ihn, ich zitiere, es gibt Momente, da denkt man nicht an die Politik. Und für Gerhard Schröder sind es schon harte Worte, finde ich. Der Besuch von Schröder verdeutlicht, dass sich in den 90er Jahren immer mehr deutsche Politiker nach Yad Vashem begaben. Diese Reisen bekräftigen den Eindruck, dass mit dem Wegsterben der Zeitzeugen nicht das Interesse bei den politischen Entscheidungsträgern in Berlin an den besonderen Beziehungen zu Israel schwindet. Im Gegenteil, würde ich sagen. Die historische Verantwortung Deutschlands bleibt die Grundlage für dieses Verhältnis, was auch durch die Reisediplomatie zum Ausdruck gebracht wird. Laut Statistiken von Yad Vashem hat es seit 1991 56 Besuche von hohen deutschen Persönlichkeiten gegeben. Die Anzahl von Besuchen aus Österreich ist in der gleichen Zeit 34, also 56 und 34 respektiv. Zum dritten Stock meines Gebäudes, die Last der Vergangenheit und ihre Folgen, jetzt gilt das gesprochene Wort als Symbol. Seit 2000 werden die ausgewählten Worte nicht mehr nur ins Gästebuch Yad Vashems niedergeschrieben, sondern auch laut gesprochen. Das wurde erst der Fall mit dem bundesdeutschen Bundespräsidenten Johannes Rau, der sich nicht alleine auf den Besuch von Yad Vashem beschränken wollte, weil ihm schienen diese Pflichtbesuche doch zu einem leeren Symbol geworden zu sein. Da ihm eine Geste unpassend bei seinem Besuch am 16. Februar 2000 erschien und er sagte, den Kniefall von Willy Brandt im Warschauer Ghetto kann niemand wiederholen, konzentrierte Johannes Rau seinen Besuch ganz und gar auf seine Rede vor der Knesset. Bereits 1994 hatte es bei Kohl Unstimmigkeiten gegeben, so waren nun auch Proteste nicht ausgeschlossen, hatte Avraham Burg, der Vorsitzende der Knesset, Rau doch gebeten, die Rede in deutscher Sprache zu halten. Was für manche Parlamentarier einer Provokation gleichkam, wurde schließlich aber zu einem großen Erfolg. Der Großteil der Abgeordneten blieb im Plenarsaal und Rau fand die Worte, die die Israelis erwartet hatten. Und ich zitiere, im Angesicht des Volkes Israels verneige ich mich in Demut vor den Ermordeten, die keine Gräber haben, an denen ich sie um Vergebung bitten könnte. Ich bitte um Verzeihung für das, was Deutsche getan haben, für mich und meine Generation, um unserer Kinder und Kindeskinder willen, deren Zukunft ich an der Seite der Kinder Israels sehen möchte. Zitat Ende. Rau nutzte auch die Gelegenheit, um den erfreulichen Zustand der deutsch-israelischen Beziehungen zu betonen. Ich zitiere weiter, Deutsche und Israelis sind in dieser Erinnerung untrennbar verbunden. Er kündigte eine neue Initiative an, die Gründung eines Forums der deutsch-israelischen Jugend, und er sagt dazu, ich zitiere, ich hoffe auf die Jugend unserer Völker. Ich bin überzeugt davon, wenn wir der Jugend die Erinnerung weitergeben und sie zu Begegnungen ermutigen,
dann brauchen wir uns um die Zukunft der Beziehungen zwischen Israel und Deutschland nicht zu sorgen. Zitat Ende. Rau erschien also als Vertreter eines reiferen, verantwortungsbewussteren Deutschlands, das sich anschickte, eine wichtigere Rolle auf der internationalen Bühne zu spielen. Immerfort waren aber die Beziehungen sensibel. Es sind zum Beispiel zu erwähnen in dieser Zeit die antisemitischen und anti-israelischen Äußerungen des FDP-Politikers Jürgen Möllermann im Mai 2002 und sein Parteivorsitzender Guido Westerwelle sah sich während seiner Reise nach Israel und Yad Vashem veranlasst, seinem Parteifreund klar und deutlich zu widersprechen, wie er im Gästebuch von Yad Vashem schrieb, Guido Westerwelle, ich zitiere, die Geschichte endet nicht mit einer neuen Generation, wir müssen weiter dafür Verantwortung übernehmen. Der Außenminister Joschka Fischer weilte ab 1998 regelmäßig in Israel. Er weilte dabei auch regelmäßig in Yad Vashem, auch wenn, wie ich am Anfang sagte, ein solcher Besuch nicht mehr obligatorisch, sondern nur noch eine Option bei einem neuerlichen Besuch in Israel war. Bei Joschka Fischer gibt es eine besondere Bedeutung seiner Anwesenheit in Yad Vashem am 16. März 2005 im Rahmen des großen Gedenkjahres aus Anlass des 60. Jahrestages der Befreiung der Lager. Fischer nutzte auch die Gelegenheit, um zur Eröffnung des gerade frisch renovierten Yad Vashem zu sprechen. Und er sagte, ich zitiere, so wie das Vernichtungslager Auschwitz zum Symbol geworden ist für die Shoah, dem von den deutschen Befohlenen organisierten und ausgeführten Mord an 6 Millionen jüdischen Menschen, so steht der Name Yad Vashem für die Erinnerung an dieses Menschheitsverbrechen. Und in der Tat, in diesem Jahrzehnt gab es eine wachsende Zahl bundesdeutscher Besucher, die wurde zur Regel und schuf auch in Israel eine Erwartungshaltung, der neu gewählte Persönlichkeiten der Berliner Republik auch nachkamen. Frank-Walter Steinmeier besuchte Israel und Yad Vashem 2006, 2008, 2009 und er wird sicher demnächst als neuer Bundespräsident auch Israel und Yad Vashem besuchen. Sein Nachfolger Guido Westerwelle, begleitet von der Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, Charlotte Knoblauch, trug sich 2009 ins Gästebuch ein, in dem er schrieb, wir werden nicht vergessen, unsere Verantwortung bleibt, unsere Freundschaft wächst. 2012 war Westerwelle wieder dort, als er eine 10-jährige Subvention in Höhe von 10 Millionen Euro an Yad Vashem ankündigte, die jahrzehntealte Zusammenarbeit der Gedenk- und Forschungsstätte mit Deutschland weiter fördern sollte. Dafür wurde ein symbolischer Name gefunden, Programm gegen das Vergessen, also 10 Millionen Euro, um gegen das Vergessen zu handeln. 2013 organisierte Westerwelle eine Veranstaltung in den Räumen des Auswärtigen Amts zu Ehren der beiden deutschen Diplomaten, die von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern anerkannt wurde. In all ihren Reden und Gästen sind die deutschen Politiker jeder Couleur nach der Wiedervereinigung sehr weit gegangen. Dies zeigte sich auch, als eine andere Persönlichkeit deutscher Herkunft Yad Vashem besuchte. Im Herbst 2009 kam Benedikt XVI. Nach Jerusalem, um sich wie sein Vorgänger Johannes Paul II. im Jahre 2000 nach Yad Vashem zu begeben. Während er an der Klagemauer eher als Papst wahrgenommen wurde, sagen die Israelis in ihm, in Yad Vashem, vor allem den Deutschen. In der Rede, die er ausnahmsweise innerhalb der Erinnerungshalle auf Englisch halten durfte, blieb er aber Theologe. In seinen Worten findet sich kein Wort der Reue über seine Funktion zum Beispiel als ehemaliger deutscher Flakhelfer. Und er erwähnte auch nicht das Schweigen von Pius XII. Während des Zweiten Weltkrieges. Wie
der damalige Präsident der Knesset, Reuven Rivlin, sagte. Er sprach nur als Historiker, ohne die offiziell etablierte Anzahl der jüdischen Opfer zu nennen. Und der Historiker und Journalist Tom Segev schreibt zu seinem Besuch, zu dem Besuch von Benedikt in Yad Vashem, er war, ich zitiere, zu kalkuliert, zu diplomatisch und zu professionell. Er vermied auch jegliche Verurteilung von Bischof Richard Williamson, Mitglied der Pius-Bruderschaft, der kurz davor den Holocaust ganz einfach geleugnet hatte. Und ich komme jetzt zu dem letzten Punkt, zu dem vierten Stock in meinem Gebäude. Die Last der Vergangenheit und ihre Folgen, die Verbindung zwischen dem Holocaust und der Sicherheit Israels. Als Joschka Fischer im Jahre 2005 Yad Vashem besuchte, betonte er die deutsche Verpflichtung gegenüber der Vergangenheit. Ich zitiere, das Menschheitsverbrechen der Shoah wird für immer unauslöschlicher Teil der deutschen Geschichte bleiben. Dieser Satz war aber nicht allein auf die Geschichte bezogen, sondern angesichts der zweiten Intifada auch auf die Gegenwart und Zukunft des Staates Israels, wie er weiter sagte. Der historisch-moralischen Verantwortung für Auschwitz werden wir uns niemals entziehen können und entziehen dürfen. Die Schlussfolgerung solcher Worte war sein Engagement zugunsten der Sicherheit des jüdischen Staates. Die Sicherheit Israels war auch im Fokus, als Bundespräsident Horst Köhler Anfang 2005 nach Jerusalem reiste. Am 1. Februar besuchte er Yad Vashem als Höhepunkt seiner zweiten Auslandsreise als Staatsoberhaupt. Aus Auschwitz kommend, wo er an der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag der Befreiung des Lagers teilgenommen hatte, wollte er mit seinem Eintrag in das Gästebuch zwei Aspekte unterstreichen, die Trauer und die Hoffnung. Zuerst die Trauer, und ich zitiere, Yad Vashem ist ein Ort der Trauer und des Gedenkens. Yad Vashem ist aber auch, und dann geht er zur Hoffnung, Yad Vashem ist aber auch ein Ort der Menschlichkeit und der Hoffnung. So habe ich das empfunden. Ich verneige mich in Scham und Demut vor den Opfern und vor denen, die ihnen unter Einsatz ihres Lebens geholfen haben. Am Tag danach, also am 2. Februar, hielt Horst Köhler eine Rede vor der Knesset auf Englisch, in dem er eine Bilanz der vergangenen 40 Jahre der deutsch-israelischen Beziehungen zog. Und ich zitiere, dieser Weg war nicht einfach. Wir sind ihn im Wissen um die Vergangenheit gemeinsam gegangen. Wir haben Grundlagen geschaffen, auf denen wir aufbauen können. Ich möchte, dass Israel und Deutschland den Weg in die Zukunft weiter gemeinsam gehen. Auf Englisch ging er noch einen Schritt weiter und ich zitiere also weiter. Die Verantwortung für die Shoah ist Teil der deutschen Identität. Dass Israel in international anerkannten Grenzen und frei von Angst und Terror leben kann, ist unumstößliche Maxime deutscher Politik. Das hat mein Land immer wieder durch Taten bewiesen. Deutschland steht unverbrüchlich zu Israel und seinen Menschen. Zitat Ende. Diese Verbindung zwischen der Verantwortung für die Shoah und der Sicherheit Israels wurde nun zum Bestandteil jeder in Israel von einer deutschen Persönlichkeit gehaltenen Rede. Die neue Bundeskanzlerin Angela Merkel war keine Ausnahme in dieser Hinsicht, die am 29. Januar 2006 nach Yad Vashem reiste und dort als eine aus der ehemaligen DDR stammende Politikerin einen guten Eindruck hinterließ. Im März 2008 war sie wieder dort, anlässlich der 60 Jahre des Bestehens des Staates Israel. In Yad Vashem erneuerte sie das Ritual in Form eines kollektiven Besuches. Anwesend waren sowohl die deutsche als auch die israelische Regierung. Von besonderer Symbolik war es, dass Yad Vashem die offizielle Etablierung deutsch-israelischer Regierungskonsultation beherbergte. Das Gästebuch der Gedenkstätte trägt seitdem folgenden Eintrag, und ich zitiere,
Im Bewusstsein der Verantwortung Deutschlands für die Shoah unterstreicht die Bundesregierung mit den ersten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen ihre Entschlossenheit zur gemeinsamen Gestaltung der Zukunft. Am Tag danach hielt sie eine Rede vor der Knesset, die sie nach einigen Sätzen auf Hebräisch in deutscher Sprache hielt. Und ich zitiere, und die Rede ist sehr bekannt: Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler von mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese, das ist das, der wichtige Punkt, diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Und wenn das so ist, dann dürfen das in der Stunde der Bewährung keine leeren Worte bleiben. Zitat Ende. So deutlich wie wenige vor ihr betonte Merkel die deutsche Verpflichtung aus der Vergangenheit für die Zukunft und den Bestand des Staates Israels, was angesichts der hasserfüllten Reden des damaligen iranischen Präsidenten von größter Aktualität war. Zur gleichen Zeit, also etwas später am 15. März 2008, besuchte der österreichische, diesmal Bundespräsident Heinz Fischer, Yad Vashem, und er schrieb, und ich habe nur den englischen Text von seinem Antrag gefunden: From here we take the message that we have to work for the education of the young generation towards human rights, human dignity and mutual respect. In this spirit, we have also to encourage all human beings to stand up against racism and anti-Semitism in any form. Christian Wulff, erster nach dem Zweiten Weltkrieg geborene Bundespräsident, schrieb am 28. November 2010 in das Gästebuch, und ich zitiere weiter: Die unfassbaren Verbrechen der Shoah sind Deutschland und den Deutschen dauernde Verpflichtung für das Existenzrecht Israels. Von seiner eigenen Tochter begleitet, betonte Wulff, so wie zuvor Rau, sein Vertrauen in die deutsche Jugend, sich der deutschen Verpflichtung für Israel zu stellen. Seit 2012 verfolgt sein Nachfolger Joachim Gauck die gleiche Linie. Als erster Bundespräsident, der in der DDR aufgewachsen war, eignete er sich das Thema an, das von seiner ehemaligen Mitbürgerin Merkel eingeführt und geprägt worden war. Am 29. Mai 2012 galt sein erster offizieller Besuch nach Yad Vashem in Begleitung des damaligen Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, Dieter Graumann. Sein Eintrag von Gauck in das Gästebuch von Yad Vashems wird hauptsächlich von der Last der Vergangenheit geprägt, doch stand auch sein Besuch im Zeichen der Verpflichtung Deutschlands für die Sicherheit des jüdischen Staates. Wie er schrieb, das Eintreten für die Sicherheit und das Existenzrecht Israels ist für die deutsche Politik bestimmend. Die enge Verbindung zwischen dem Holocaust und der zukünftigen Sicherheit Israels sind seit 2008 integraler Bestandteil bundesdeutscher Politikerreden in Israel, aber auch anderswo. Aus diesem Jungteam entstand gar eine neue Verbindungs- bzw. Verpflichtung Deutschlands. Im März 2014 sagte Gauck, ich zitiere: Die Erinnerung an die Shoah ist wesentlicher Bestandteil israelischer Identität geworden. Und am 27. Januar 2005 vor dem Bundestag, am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, ging er noch weiter, und ich zitiere diesmal ganz: Gewiss werden nachfolgende Generationen neue Formen des Gedenkens suchen, und mag der Holocaust auch nicht mehr für alle Bürger zu den Kernelementen deutscher Identität zählen, so gilt doch weiterhin, es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz. Die Erinnerung an den Holocaust bleibt eine Sache aller Bürger, die in Deutschland leben. Er gehört zur Geschichte dieses Landes. Und es bleibt etwas Spezifisches. Hier in Deutschland, wo wir täglich an Häusern vorbeigehen, aus denen Juden deportiert wurden, hier in Deutschland, wo die Vernichtung geplant und organisiert
wurde. Hier ist der Schrecken der Vergangenheit näher und die Verantwortung für Gegenwart und Zukunft größer und verpflichtender als anderswo. Zitat Ende. Aber ist diese Vergangenheit doch eine Vergangenheit, die vergeht, um den Ausdruck eines französischen Historikers zu benutzen? Am 27. Januar 2015, als Joachim Gauck den Nexus zwischen Auschwitz, dem Holocaust, Yad Vashem und der deutschen Identität betonte, formulierte er eine Warnung, die für meine Thematik eine besondere Bedeutung besitzt. Und wie er sagte, Gedenktage können zu einem Ritual erstarren, sogar zu einer leeren Hülle, gefüllt mit stets gleichen Beschwörungsformeln. Und in der Tat kann man am Ende dieses Vortrages von einer Feststellung einer gewissen Ritualisierung von Reden und Besuchen bundesdeutscher, eventuell auch österreichischer Leute, Persönlichkeiten in Yad Vashem. Zwar kommen immer mehr Deutsche, respektive auch österreichische Politiker nach Israel und Yad Vashem und bezeugen sowohl in ihren jeweiligen Einträgen im Gästebuch der Gedenkstätte als auch in den symbolreichen Reden vor der Knesset den besonderen Charakter der deutsch-israelischen bzw. österreich-israelischen Beziehungen. Gleichzeitig ist aber festzustellen, wie es 2010 die jüdische Allgemeine, diese jüdische Zeitung in Deutschland, wie es 2010 die jüdische Allgemeine tat, dass der Kniefall von Brandt in Warschau aufgrund seiner Spontaneität authentisch und glaubhaft wirkt. Zumindest glaubhafter als etwa so mancher der Staatsräson geschuldete Besuch der Shoah-Gedenkstätte Yad Vashem. Also es kann, und ich werde damit fertig machen, es kann tatsächlich von Missbrauch an Symbolen gesprochen werden. Gleichzeitig ist zu beobachten, wie auch israelische Politiker seit Anfang der 1980er Jahre den Holocaust instrumentalisieren, sei es in enger Verbindung mit Gedenktagen oder bei anderen Anlässen, um auf diese Weise der Bedrohung Israels eine neue Dimension zu geben. Gucken wir abschließend noch einmal nach Deutschland, vielleicht auch nach Österreich, dann kommt man nicht an der Feststellung vorbei, dass sich die Kluft zwischen den Politikern und den Bundesbürgern sicher verbreitet. Und ich bedanke mich. Ja, auch vielen Dank. Wie immer haben wir Gelegenheit, Fragen zu stellen, Fragen zu diskutieren, und ich bitte um die Wortmeldungen. Andrew, Robert, ja. Excuse me, I will ask the question in English, if that's okay. Feel free to answer either in French or German. In 1953, at Kasteel Oud Wassenaar, in my native Netherlands, when the German government started negotiating with the remnant of the Jewish people, they had two partners. One partner was the State of Israel, and the other part were the survivors who did not live in Israel and who were represented by the Claims Conference. So in some way I'm asking if in the story you would have taken that point as your point of departure. It's clear that you've given a completely exhaustive kind of account of the way the state, the Federal Republic of Germany and its politicians has dealt with the first partner of 1953. Well, you haven't touched for even a split second on the second partner of 1953, that is the survivors who are not represented by the State of Israel. And so I'm kind of curious, is there a story there? Could there be a story? Has there any kind of parallel attempt, even at a much lower level, because of course they are not represented by a state, has there ever been an attempt by German politicians to actually reach out to that constituency? I'm going to answer in English. I think it's quite possible to draw a parallel line.
in the way that, according to some German politicians at the time, the Wiedergutmachungsverhandlungen, negotiations about reparations, 1952, they were interpreted as a Abrechnung, as a final countdown, meaning, okay, now we are going to make something together, we are going to give you reparations, but at first the reparation agreement towards Israel was meant to last only 12 years, and the other reparations to the remnants, to the Jewish survivors, not directly linked to Israel, these reparations indemnification was meant to last until the end of the 1960s. Some people of the Ministry of Economics in Bonn said, okay, according to some calculations, we have to deal with this until the end of the 1960s, and afterwards it's over. And so it was, in a way, this silence, or maybe it's possible to speak about it for the time of the negotiation, but afterwards we are going to go back to business as usual. And after a while, it was a big surprise that survivors are still living today, and the claims conference is still getting some monies from the German from today in order to pay indemnification. And still today, Germany is paying more or less a kind of reparation to Israel, be it due to the special connection to the European Union established between Israel and the European Union, thanks to the Bundesrepublik, on the one hand, and also on the other hand, I think this continuation of a reparation has been also shown by the arrangements dealing with some deals about German submarines delivered to Israel under special conditions. And this is now also under negotiation for additional 3 submarines. Now they are harsh negotiation, and Bibi Netanyahu is quite involved in it, and it's still going on. So the silence, and now I'm a little bit beside your question, I fear, but the silence for the first time has been completely broken and still has to be ignored. But okay, so now I switch to another topic, but... Ich hätte eine Frage. Also mir gefällt ja irgendwie oder hat gefallen dieser Aufbau in Stockwerke. Nicht, weil ich jetzt mit Stockwerken zu tun habe, sondern einfach, wie das aufgeht. Also es fängt an mit der Stille, kommt dann in die Visualität, hat dann schließlich mit Texten zu tun und schwenkt dann hinein in dieses Uminterpretieren von Sachen, indem es um die Sicherheit des Staates Israels geht. Und im Laufe des Vortrags ist mir aufgefallen, oder nur ein Vorschlag oder eine Idee, es fehlt ein Zwischenstock, das haben wir auch im Rabensteig, dass irgendwie, bevor das sozusagen schwenkt, das gesprochene Wort, und das ist mir sehr gut eingefallen, also es ist ein passendes Beispiel mit Papst Benedikt, und ich würde diesen Zwischenstock irgendwie als eloquentes Schweigen, oder wie man das sagen kann, also es wird sehr, sehr viel geredet, aber es wird eigentlich nicht mehr genau formuliert, ob das nicht sozusagen, oder es wird um etwas herumgeredet, und ob das jetzt nicht sozusagen diese Übergangsphase ist zwischen dem, wo man Sachen klar benennt im Text, und dann hinüberzuschwenken in eine ganz andere Erzählung, würde ich einmal sagen, oder wie, ob das jetzt ein möglicher Herangehensweise wäre, mit sozusagen einen Zwischenstock einzuziehen. Und vielleicht hat es auch da, also das ist, ich glaube, das ist mehr ein Kommentar als eine Frage, aber ich glaube, das hat auch mit der ganz und gar mit der Politik zu tun. Das hieß also ein neues Kommunikationsmittel. Das geschriebene Wort gilt nicht mehr, oder es muss sowieso 140 Zeichen lang sein. Und das ist jetzt, die Reden gelten. Also das ist, was gesprochen wird, gilt. Und das ist also, aber mit meiner Schlussfolgerung am Ende ist das viel gesprochene, geredete Wort mehr oder weniger leer. Ich möchte vielleicht aus dem zeitlichen Rahmen einen kleinen Schritt ausbrechen und wäre interessiert an deiner Einschätzung,
Was bedeutet es, wenn jetzt in den letzten Jahren genau die Vertreter jener österreichischen Partei, zum Beispiel nämlich der FPÖ, plötzlich den Kontakt zur israelischen Regierung suchen? Und noch andersherum gefragt, was bedeutet es denn jetzt, wenn die Vertreter der israelischen Regierung diesen Kontakt und diese Kooperation mit der FPÖ suchen? Wie erst letzte Woche der Besuch jenes Mannes, der damals Eichmann oder die Verhaftung Eichmanns durchgeführt hat, dann in Wien auftritt und mit der Führung jener Partei, die wir, glaube ich, ganz getrost als die Bekämpferin jedes vernünftigen Dialogs über diese Zeit bezeichnen können, über Jahrzehnte hinweg sich dafür hergibt, öffentlich. Ja? Oder wenn Netanyahu öffentlich die FPÖ in langen Reden in Israel als einen tollen Partner preist. Was bedeutet denn das für diese Beziehungen? Also das war meine letzte Seite, aber die habe ich, also ich hatte nicht auf die Zeit aufgepasst und ich dachte, ich wäre sowieso schon vorbei, aber okay, das ist gut, dass wir jetzt da... Politik, das auf jeden Fall. Und was bedeutet das? Also das ist der Pragmatismus, Realpolitik auf jeden Fall von Seiten Netanyahus. Wir kennen ihn nicht anders, sowieso. Und er weiß eventuell, dass jemand von der FPÖ eventuell demnächst hier ganz oben... Ja, das sage ich als Beobachter. Und ich hab gestern Abend mit dem Taxifahrer gesprochen und für ihn, das wäre wohl der Fall. Mal sehen, okay. Also, es gibt auch diese Schwierigkeit in dem Fall des Besuches von FPÖ-Politikern in Israel. Ich sprach eben von Kommunikation, also die kommunizieren auch viel nachträglich über angebliche Sachen, die sie gemacht hätten. Also Hofer zum Beispiel hat auch behauptet, er wäre einmal zu Besuch in Israel gewesen, innerhalb einer Parlamentarier-Delegation, was nicht stimmt offensichtlich. Der war nicht dabei, aber der erzählt, okay, ich war dabei, ich habe das erlebt, also ich war ein bisschen live dabei, ein bisschen so wie Nicolas Sarkozy rät, also am 9. November 1989 war ich im Flugzeug nach Berlin, ich wusste, dass alles stattfindet. Erst am 19. November 1989 hieß der Kerl da die Pressekonferenz in Berlin und sagte, ja, ich glaube, die Mauer ist offen. Also das ist der, aber Nicolas Sarkozy war zuvor da und hatte das im Kopf. Also ich glaube, das ist ein bisschen so wie Hofer da in dem Fall. Also der möchte das für sich benutzen und egal, ob irgendein Journalist nachträglich entdeckt, das stimmt nicht. Der war nicht in der Delegation und sowieso der Zwischenfall, den er erwähnt, hat nicht stattgefunden. Das ist eine Sache. Und dann, da gibt es auch die feine Nuance. Ich erzählte, also es gibt dieses Protokoll, also diese Gewohnheit, die vom Außenministerium in Israel durchgesetzt wurde. Also ein ausländischer Politiker, der zuerst als offizieller Besucher kommt, muss nach Yad Vashem. Aber zum Beispiel ein Fall von Strache jetzt im April 2016. Er wurde von israelischen Parlament, also Likud-Leuten eingeladen. Das heißt, das war kein offizieller Besuch. Das heißt, er weilte auch in Yad Vashem, aber der wurde nicht von Yad Vashem-Leuten begleitet. Das wurde ganz unklar gesagt. Das heißt, aber danach gibt es das Foto von Strache mit dem Hut in dem Tal der Gemeinden und das Effekt ist, die Wirkung ist da. Der gehört zu den anständigen Leuten, darf ich das sagen hier? Und das ist also, und danach, also was bedeutet das und was bedeutet die Anerkennung durch Netanyahu von solchen Besuchen? Das ist ganz und gar, würde ich sagen, Politik. Ja, sprechen wir wieder nachher. Ich habe mich gefragt, was wir gewinnen, wenn Sie vor allem über die Ritualhaftigkeit des deutschen Holocaust-Gedenkens sprechen. Was ist, wenn wir das auf einer europäischen Ebene betrachten, im Kontext dieser Europäisierung des Holocaust? Wie sieht das etwa bei den französischen Delegationen aus? Lassen sich da nicht gleiche, aber trotzdem ähnliche Phasen in der Art solcher Besuche etwa in Yad Vashem aufmachen? Also eine Phase, in der etwa über
den Widerstand, den französischen vor allem und die französischen Opfer gesprochen wird, dann das Vichy-Syndrom, dann diese Universalisierung des Holocaust sozusagen. Also inwiefern würden Sie eine deutsche Spezifik in der Ritualhaftigkeit sehen, abgesehen natürlich von der besonderen Rolle Deutschlands in der das Geschichte. Würde ich gerade sagen, also aber die Deutung, also schon die Deutung ist ganz anders. Also das ist, aber ist wenn ein deutscher Politiker etwas sagt, dann werden seine Wörter viel mehr gehört als ein französischer Politiker. Ja, ja, aber von der Kritik an dem Ritual, das ist ja nichts, was nur auf deutsche Pilgerreisen zutrifft. Sozusagen. Ja, 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 aber ich glaube zum Beispiel, wenn ein französischer Politiker nach Yad Vashem kommt, dann wird es kaum erwähnt in der französischen Presse. Und was er sagt oder was er nicht sagt, hat, ich würde sagen, fast keine Wichtigkeit. Also das heißt, das geht durch. Nur wenn er einen Blödsinn sagt, so wie zum Beispiel der ehemalige Außenminister Doustoblasi, der guckte sich die Zahlen an und der fragte, wieso hat es keine Deportierte aus England gegeben? Das sind Sachen, die es gibt. Die Ritualisierung ist sicher etwas weniger präsent im Fall französischer Politiker. Der Besuch findet statt, weil das gehört zum Protokoll Israels oder des Außenministeriums. Aber die Deutung, die Wichtigkeit und tatsächlich die Ritualisierung ist meines Erachtens kommt etwas weniger in Frage. Also das ist da, obwohl die auch ganz so da vorhanden ist. Also das ist da. Ja, das ist da. Und Nicolas Sarkozy ist mit der Carla Bruni gekommen. Und das war auch wichtig für das Foto. Sie kennen Carla Bruni, oder? Dominique, ist das beantwortet? Ja. Ich bin jetzt seit 1993 im österreichischen Bildungsministerium beschäftigt und habe also miterlebt nach dem Bekenntnis zur österreichischen Verantwortung durch Wranitzky, wie dann im Jahr 1996 das erste zwischenstaatliche Memorandum of Understanding in den Bereichen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur zwischen Österreich und Israel unterzeichnet wurde. Ich war damals dabei bei 2008 beim Staatsbesuch von Präsident Fischer und habe seither jede österreichische Bildungsministerin nach Israel begleitet. Jede war mal dort, manchmal zweimal. Und jedes Mal wurde auch Yad Vashem besucht. Daraus sich ableitend haben sich schon beginnend in den frühen 90er Jahren sozusagen auf Forderung israelischer Diplomaten und Intervenienten im österreichischen Bildungsministerium haben begonnen, sozusagen diese Überlegungen zu Fortbildungsseminaren für Lehrer und Lehrerinnen in Yad Vashem. Jetzt haben wir, wie du weißt, über Erinnern.at mittlerweile ca. 700 bis 800 österreichische Lehrkräfte zu Tailor-Cut Programs for Austrian Teachers nach Yad Vashem und Lohamei gebracht. Wie bewertest du insgesamt, sozusagen, das ist vielleicht jetzt, hat mit Ritualen in Yad Vashem weniger zu tun, aber wie beurteilst du diese Seminarpolitik, die Yad Vashem sehr gezielt einsetzt? Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht polemisch, weil du ja sozusagen Vertreter einer Konkurrenzinstitution Nein, bist. Nein, eben nicht. Und wie meinst du, dass derartige Besuche, Seminare auch das Verhältnis von Staaten zueinander prägt? Also ich würde sagen, zuerst... Yad Vashem und Erinnern.at, die sind beide ganz und gar in ihrer Rolle, wenn sie das machen. Und ich glaube, man wird nicht bestreiten, dass Yad Vashem in der Ausbildungssache was kann. Also das ist da. Aber daneben gibt es sicher einen
eine besondere Perspektive, eine israelische Perspektive, die eine andere als die französische Perspektive ist. Und ich bin tatsächlich also kein Vertreter vom Memorial de la Shoah, sondern von der Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Das ist immer ein bisschen kompliziert für... aber wie gesagt, also das Memorial de la Shoah hat auch sein Ausbildungsprogramm für französische Lehrer. Ab und zu gibt es französische Lehrer, die nach Yad Vashem kommen oder nach Beit Lochem Gedeot durch Yad Layeled zum Beispiel. Und also die israelische Perspektive wird in Frankreich auch völlig akzeptiert. Also das ist und ich würde sagen, wenn was im jeweiligen Land vielleicht nicht vorhanden, aber nicht so sehr vorhanden ist und wenn Yad Vashem was anbietet, dann gut, also das sollen, wenn die Geldmittel, wenn die das Engagement der Lehrer vorhanden ist und so weiter und so fort, dann können sie tatsächlich was in Yad Vashem machen und dort also eine kurze Woche bleiben oder was weiß ich und dann daran teilnehmen. Also das ist da. Und dann, also jetzt gelangt man zur Pädagogik, da sollen die auch klar im Kopf haben, dass sie, was sie in Israel gehört haben, eine besondere Perspektive ist und also vielleicht gibt sich Yad Vashem etwas mehr Mühe, um die Lage der Juden in Österreich beziehungsweise da im großen Deutschen Reich zu beobachten. Ich weiß, dass Yad Vashem, was Frankreich zum Beispiel betrifft, ziemlich schwach ist. Das heißt also, das ist für die kein Hauptthema. Also was die im Rahmen der Pädagogik machen, dort machen, das machen die jetzt ein bisschen mehr. Aber Westeuropa und vor allem Frankreich, das ist ein bisschen... Also für die Hauptsache Mitteleuropa, Zentraleuropa und das war's. Ja, und dann, also was die Frage zu dem Beitrag von diesen Seminaren an den Zwischenstaatlichen, das ist sicher Civil Society und das ist, es hat damit angefangen, also das ist auch also im Falle der Bundesrepublik mit Israel und im Falle von Österreich mit Israel, die Besuche von Jugendgruppen und dann die Etablierung von Städtepartnerschaften und so weiter und so fort. Damit hat alles angefangen. Und ich würde sagen, wenn zum Beispiel, also ich war ziemlich pessimistisch, was die Lage in der Bundesrepublik ist, also mit diesen Umfragen, die ich am Anfang zitiert habe. Wenn was noch steht an Begeisterung für die deutsch-israelischen Beziehungen betrifft, dann ist es sicher im Rahmen dieser Gruppen, die am Anfang da waren und immer noch da sind. Und ich glaube, diese Lehrergruppen, die sind sicher ganz gute Vermittler von der Causa sozusagen. Und dadurch haben die sicher einen wichtigen Beitrag zur Etablierung von festeren oder vertraulichen Beziehungen. Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Ich fand es ja ganz interessant, diese Chronologie, die du aufgemacht hast. Mich würde nun trotzdem mal interessieren, also ich würde gerne zurückkommen auf diese Frage der Ritualisierung. Das finde ich sehr einleuchtend, dass sich das immer so steigert. Aber was steht denn dahinter, deines Erachtens? Also ist es jetzt so, dass man irgendwie den Vorredner, den letzten deutschen Pilgerreisenden irgendwie übertreffen muss und es fällt einem nichts anderes ein, als dass man dann irgendwie dasselbe nochmal mit ein bisschen Zuspitzung sagt? Oder ist es israelischer Erwartungsdruck? Oder muss man irgendwie Deutsche, die... Ausgaben deutscher Staatsfinanzen für Israel, sei es auf militärischem Gebiet oder auf kulturellem, irgendwie rechtfertigen? Oder will man irgendwie den um sich greifenden Antisemitismus in Deutschland, also den schlechten Eindruck, den das in Israel hinterlässt, irgendwie beschwichtigen? Also wie interpretierst du denn diese Ritualisierung? Ich habe so grob in Erinnerung, dass Moshe Zuckermann das mal untersucht hat und der stellt das so dar, also sehr zugespitzt als... praktisch irgendwie die israelischen Politiker formulieren eine klare Erwartung und die Deutschen müssen da irgendwie immer praktisch Kotau machen, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Ja. Also jetzt würde ich gerne mal wissen, wie du diese Ritualisierung und dieses sich weiter hochschrauben dieser Ritualisierungsschraube
ja, wie du das siehst. Also ich glaube, alles stimmt, was du sagtest. Also du hast schon ein paar Antworten in der Frage erklärt. Und ich glaube, das ist, Erwartungen gibt es tatsächlich. Und ich würde das sogar mit einem Ehepaar vergleichen. Das heißt also, man handelt nach einer Weile, handelt man, wie man denkt, dass der andere denkt. Und was er von mir erwartet. Und ich glaube, das ist ein bisschen so. Und deshalb ist das also ganz und, also ich würde sagen, wie ich das jetzt beschrieben habe, das gilt. Also das wird zur Automatik. Das heißt also, zum Beispiel der neue Bundespräsident, der wird gewählt. Und okay, das ist jetzt statistisch nicht, vielleicht nicht ganz genau, aber der erste oder der zweite, spätestens der dritte offizielle Besuch gilt nach Israel und dann der Besuch nach Yad Vashem. Das wird sozusagen zur Liturgie, um einen christlichen Vergleich zu benutzen. Und ja, also das ist ein bisschen wie ein Code of Good Behavior. You are in Israel, du bist jetzt in Israel als deutscher Politiker, etwas weniger als österreichischer Politiker, aber als deutscher Politiker bist du in Israel. Und es gibt Sachen, die du machen musst, sollst, auf jeden Fall. Und weil die Fotografen da sind, weil es von dir erwartet wird. Und vor allem, also das ist die Herausforderung, und das wurde da von Rau erwähnt, man soll sich erneuern. Also das heißt, man soll auch neue doch im Ritual bleiben, aber immer neuere Wege zu machen. Und deshalb werden also zum Beispiel diese Fonds gegründet, Deutsch-Israelische Jugendfonds und so weiter und so, Kultur oder Forum und so weiter und so fort. Also das sind Sachen, die sind Teil dieses Rituals sozusagen. Also das ist da ganz klar. Und sowieso, wenn man ein bisschen überlegt, die Gedenkstätte heißt Gedenkstätte und die Gruft, the crypt, the Hall of Remembrance in Yad Vashem ist mehr oder weniger doch eine Art, keine Kapelle, aber eine Art, gilt auch als Synagoge. Also die Männer müssen eine Kopfbedeckung haben. Das heißt also, es ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein religiöser Ort. Also Ritual gehört auch dazu, grob und kurz gesagt. Ja, vielen Dank auch für den Vortrag. Ich glaube, es ist jetzt die fortgeschrittene Zeit, um auch abzuschließen. Was ich noch Sie aufmerksam machen wollte, wir ziehen zwar aber wir machen weiter. Bei unserer nächsten Veranstaltung wird es um das andere Deutschland gehen, das inzwischen zwar Geschichte ist, aber trotzdem einmal gegeben hat. Unsere Senior Fellow Edith Rein wird zur juristischen Ahndung von NS-Verbrechen im anderen Deutschland referieren. Das ist im Rahmen unserer Kolloquien. Wir werden diesmal das Dokumentationsarchiv besuchen am 23. November am Abend um 18 Uhr. Sie sind herzlich eingeladen. Und ich möchte mich noch einmal für den Vortrag bedanken. Dankeschön fürs Kommen. Thank you.